Was haben wir? Ilja Greschkowitz. Veränderung ist nicht das, was da draußen passiert, sondern die Art und Weise, wie sie hier oben damit umgehen. Clocky fällt morgens von ihrem Nachttisch runter und bewegt sich dann mit einem nervenden Piepen durch ihr Schlafzimmer, sodass sie gezwungen sind, in Unterwäsche hinter ihrem Wecker herzurennen. So ging das gefühlt 5 Minuten lang. Und dann sagte er mit vollem Ernst, und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Meine ganze Mannschaft ist nur noch am Jammern. Aha, von wem die das wohl haben? Ja. Sie können die äußeren Umstände nicht ändern. Und sie können auch andere Menschen nicht ändern, wenn die das nicht wollen. Das Einzige, was sie ändern können, ist ihre Einstellung und die Art und Weise, wie sie mit diesen Menschen umgehen. Und? Fliegen sie auch nach Berlin? Am liebsten hätte ich geantwortet, nein, ich steige vorher aus, aber... Sind Sie begeistert, begeistern Sie andere. Sind Sie motiviert, motivieren Sie andere. Und wenn Sie sich verändern, dann verändern sich auf einmal auch die Menschen um Sie herum. Und ich bin kurz davor, völlig in Panik zu geraten. Da klingelt mein iPhone. Ich gehe ran. Hier ist Ihre Alarmanlage. Es wurde Alarm ausgelöst. Zum Bestätigen bitte die 9 drücken. Wir müssen verhindert wollen. Und ohne wollen... kein Können. Worauf die Stewardess antwortete, das mag schon sein, aber Superman braucht halt auch kein Flugzeug. Wie sieht ihr Warum aus? Was lässt sie morgens voller Energie aus dem Bett hüpfen? Und ich denke so, komm Stefan, sag nein. Aber was sagt Stefan? Ja, Schatz, da hast du recht. Und dafür heißt es, raus aus der Komfortzone und rein in die Veränderung. Und Silke guckt die Promotion-Dame so an und mustert die so und sagt dann, nee, also tut mir leid, ich kann auf keinen Fall springen. Aber für Ilja ist das eine super Idee, der steht ja so auf Veränderung. Bitte? Was können Sie denn auf den Kopf stellen? Was können Sie loslassen? Ich bin seit 38 Jahren verheiratet und ich habe schon Stufe 2 erreicht. Bei mir verschwinden die Hemden mittlerweile, ohne dass ich sie selber aussortiere. Und wissen Sie, welcher Gedanke mir kam, als ich den 9. Karton verräumt hatte? Also, ich glaube, ich kaufe mir so ein Schaffell Ludde und lege das zu Hause vor meinen Kamin. Was ist, wenn das Seil reißt? Wenn es zu lang ist? Na, ich hatte ja beim Wiegen das falsche Gewicht angegeben, ja? Werden Sie zur besten Version von sich selbst. Vielen Dank.